Hallo Leute, heute ein Elektrotraining in 5 Minuten. Ich habe hier eine ganz interessante Aufgabe. Und zwar, wir haben hier einen Stern. Könnte so ein klassischer Motor sein, also sprich hier ein symmetrisches Netz. Hier ein Widerstand, hier ein L, hier ein Widerstand wieder und hier ein L und hier ein Widerstand und hier ein. Andersrum, hier ein L und hier ein Widerstand. Leute, was ist jetzt schon wieder los? So, jetzt. Und jetzt ist das Interessante, und zwar der Neutralleiter fällt weg. Also, ich habe mal ein Video gemacht, wo der L3 hier wegfällt und jetzt fällt der Neutralleiter weg. Ja, was mache ich jetzt? Also, ich habe zwischen L1, also hier zwischen L1 und L2 habe ich ja hier die 400 Volt. Das ist ja, glaube ich, klar, zwischen L2 und L3 400 Volt und zwischen L1 und L3 auch 400 Volt. Aber wie sieht es jetzt hier aus? Also, jetzt, wenn der Neutralleiter wegfällt, dann habe ich ja hier diesen Punkt und zwischen L1 und Neutralleiter habe ich ja 230 Volt, aber jetzt ohne Neutralleiter, was ist denn jetzt? Und das ist jetzt hier ganz schön. Und warum ist das schön? Weil, das mache ich hier gerade mal rot, weil wir hier ein symmetrisches Netz haben oder symmetrische Last, wie man das nennt. Wenn wir eine symmetrische Last haben, bedeutet das, dass automatisch hier an dieser Stelle 230 Volt anliegen. Und ich brauche den Neutralleiter nicht, weil den Neutralleiter brauche ich ja nur, um bei einer unsymmetrischen Last sozusagen die Ausgleichsströme ja, abfließen zu lassen. Und das brauche ich hier nicht, weil ich hier eine schöne symmetrische Geschichte habe. Also symmetrische Geschichte kann man den Neutralleiter ja weglassen. Deswegen gibt es auch, wenn man einen Motor zum Beispiel anschließt, gar keinen Neutralleiteranschluss. Vielleicht schon mal aufgefallen. Weil das symmetrisch ist, also zumindest wird ausgegangen, dass es symmetrisch ist. Und wenn man sozusagen das hat, kann man wieder davon ausgehen, dass man 230 Volt hier hat an dieser Stelle. Und man hat natürlich hier auch 230 Volt hier an dieser Stelle und 230 Volt hier an dieser Stelle. So, normalerweise könnte ich jetzt dieses Video beenden mit, ihr könnt es ja eh schon rechnen, da brauche ich ja gar nicht mehr dabei sein. Ich möchte euch aber trotzdem noch zeigen, wie man hier die einzelnen Ströme. Hier, also hier diesen Strom IL1, hier den Strom IL2 und hier den Strom IL3 berechnet. Und das möchte ich euch nicht vorhalten. Und natürlich dann zum Schluss möchte ich auch noch die Leistung bzw. die Blindleistung bzw. die Scheinleistung jetzt hier berechnen. So, also Theorie haben wir gemacht. Jetzt berechnen wir es hier einfach mal schnell und schön durch. Also wir haben hier den Strom IL1. Ja, wie berechnet sich der Ohmsches Gesetz? Hier UL1 durch Z. Ja, was ist jetzt hier Z? Z ist der komplexe Widerstand hier aus R und L. Also haben wir hier 230 Volt durch R und L. Ja, macht hier einfach 10 Ohm plus J20 Ohm. Und das Ganze ergibt dann einen Strom 230 durch 10 plus J mal 20. Also für die, die keine komplexen Zahlen kennen, ich habe die Playlist komplexe Zahlen. Da könnt ihr in einfach 5 Videos das lernen, wie das funktioniert. Das ist wirklich kein Hexenwerk. Das ist einfach wie, ja, wie Vektor schreiben. Also wie Vektorrechnung, nichts Dramatisches. Also da habe ich hier 4,6 minus J 9,2 Ampere. Und das gleiche gilt natürlich dann entsprechend für IL2. Da habe ich UL2 durch Z. Und ja, da kommt natürlich 230 Volt, 10 Ohm plus J20 Ohm raus. Und ja, wenn man es jetzt hier ganz genau nehmen würde, müsste man ja sagen, okay, IL2 ist ja 120 Grad Phasen verschoben. Weil ihr wisst ja, die sind ja 120 Grad jeweils Phasen verschoben. Das kann man natürlich hier auch noch mit berücksichtigen und mit berechnen. Degree ist eingestellt. Dann hat der hier sozusagen 5, ja, dann ist der Strom hier 5,66 plus J 8,5. Ja, 8,6. Jetzt hier nicht erschrecken, der jetzt hier nicht komplex rechnen kann, wird jetzt sagen, Mensch, oh mein Gott, was macht er jetzt? Die müssen doch eigentlich gleich sein. Zeige ich euch gleich, keine Sorge. Und hier der L3 durch Z, der ist dann 230 Volt, E hoch J 240 Grad.
durch hier die 10 Ohm plus die J20 Ohm. Und das ergibt dann. Ja, wo kommen wir wieder zurück? Dann muss ich wieder nur eingeben. 230 Volt und mit Phase 240 durch 10 plus J mal 20. Also das ist wirklich hier nur eine Tipperei. Ich weiß nicht, ob man es direkt sehen könnt, aber das tippe ich hier wirklich nur ein wie ein dummer Affe. Minus 10,3 plus 0, plus J 0,62 Ampere. So, warum sage ich, das ist ja eigentlich alles das Gleiche? Weil ihr kennt vielleicht also, da die Beträge, das sind ja nur die Pfeile. Also ich habe hier, wo bin ich? Das sind ja nur die entsprechenden Strompfeile, was ich hier habe. Also hier 4,9 irgendwo so, der sieht so aus. Der erste Pfeil hier, der zweite Pfeil geht hier so rüber, so rauf, also sieht so aus. Und der minus 10 rüber und ein bisschen rauf, der sieht so aus. Also so sehen die Pfeile aktuell aus, hier die Strompfeile von L1, L2 und L3. Aber wenn ich jetzt hier den Betrag bilde, also hier IL1 Betrag ist ja IL2 Betrag, ist ja IL3 Betrag und das ist hier 4,6 im Quadrat plus 9,2 im Quadrat und da erhalte ich 4,6 im Quadrat plus 9,2 im Quadrat und ich erhalte hier 10,28 Ampere als Pfeillänge und das muss natürlich mit dem anderen unten auch so sein, also sprich machen wir es mal hier noch für 5,66 im Quadrat plus hier 8,6 im Quadrat. Und wenn wir das hier berechnen, dann muss, Leute, weil wenn es nicht ist, dann kann ich hier das Video beenden. Und ich will das Video nicht beenden, deswegen muss hier das gleiche rauskommen und natürlich kommt hier auch das gleiche raus. 29, also beziehungsweise eigentlich schon 30, das ist ein Rundungsfehler, was wir hier haben. Aber unterm Strich sind die alle gleich. So, jetzt noch zur Scheinleistung. Also die Scheinleistung berechnet sich ja als U mal I konjugiert komplex. Und was haben wir hier? 230 Volt mal ja I haben wir hier im ersten Fall, also Scheinleistung vom ersten, haben wir hier 4,6 minus, müssen wir jetzt ein Plus draus machen, das war es ja schon wieder mit der Konjugierung, 4,6 und das in den Taschen hereingetippelt, 2,30 mal 4,6 plus J mal 9,2 sind hier 1058 plus J2116 VA, ja, Scheinleistung, das bedeutet, das ist meine Wirkleistung, das ist meine Blindleistung und jetzt noch die Scheinleistung, also nicht die unterstrichene, sondern der Betrag oder von der unterstrichenen oder einfach nur ohne das Unterstrich, das ist einfach nur die Wurzel von 1058 im Quadrat plus 2116 im Quadrat und das ergibt 2365,66 VA als Blindleistung. Also das ist das, was die Elektriker meistens hier ausrechnen, die noch nicht komplex machen, die kommen auf diese drei Zahlen. Aber ich kann euch wirklich nur raten, wendet das komplexe Schreibweise an, weil da werdet ihr wesentlich schneller und schöner agieren können und könnt es zu jedem Zeitpunkt entsprechend auch sagen und auch die entsprechende Phase euch berechnen, die ihr haben möchtet. Gut, ja, das war's hier. Scheinleistung, Wirkleistung, also das ist jetzt nur von einem Strang natürlich, muss man sagen. Das Ganze hier jeweils mal 3 genommen, dann habt ihr es für das gesamte Konstrukt, also hier Blindleistung mal 3, Wirkleistung mal 3, dann habt ihr es hier für das komplette, die komplette Last. So, also das war's mit dem Video. Was ist, wenn ein Neutralleiter wegfällt? Wie kann ich es dann alles berechnen? Geht einfach, geht easy, wenn man ein symmetrisches Netz hat. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag, macht's gut, tschüss und auf Wiedersehen, euer Alexander mit der Regen. 5 Minuten, tschüss. Nicht vergessen, hier oben abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Hier gibt es Videos.
Und da unten Elektrotechnikkurs. Grundlagen Elektrotechnik, Grundbegriffe Elektrotechnik, Wechselstrom, komplexe Wechselstrom, Zeitfunktionen, Innenwiderstand, alles. Und richtig rucki zucki innerhalb von, ich glaube, wenn ihr alle Kurse kauft, dann innerhalb von einer Woche seid ihr in Elektrotechnik Spitze.